Moin Leute. Und damit auch. Hello there, liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier auf Star Wars Buddy. Ungewohntes Setup, ne? Die Kamera steht heute ganz anders. Grund dafür ist, dass wir gerade so ein bisschen am Umbauen sind. Die Gamescom ist gerade vorbei, es steht noch nicht alles so, wie es soll. Aber dieses Video ist bitter nötig, denn auch in der letzten Woche ist wieder viel passiert in der Galaxie Far, Far Away. Ich möchte euch so ein bisschen darüber berichten, was zu Star Wars Outlaws auf der Gamescom gegangen ist. Das ist ja jetzt auch für Vorbesteller mittlerweile spielbar. Ich will euch von dem großartigen Community-Treffen mit ein paar Fotos und Videos natürlich nochmal alles zeigen. Und wir müssen über The Acolyte sprechen, was ja jetzt offiziell gecancelt ist. Und dafür gibt es jetzt wohl einige Gründe, die laut Insidern darauf hindeuten, dass das Ganze, ja, wie schon vermutet, mit den Zuschauerzahlen zu tun hat und wen wir fast hätten sehen können als Meister Soul, als Schauspieler. Und das ist etwas, was sich wahrscheinlich viele gewünscht hätten und vielleicht was die Serie auch ein bisschen verändert hätte. Aber das, wie gesagt, jetzt alles hier im Video auf Star Wars Buddy. Zuvor müssen wir aber etwas machen, was ihr natürlich da draußen kennt. Nämlich wie immer, wenn euch sowas gefällt, ey, ihr helft mir total mit einem Daumen nach oben oder einem Abo. Das freut mich enorm und hoffentlich auch euch so ein bisschen, wenn ihr natürlich auch immer den Star Wars Content hier bekommt, den ihr verdient. Auf jeden Fall seht ihr den dann. Ob ihr ihn verdient, weiß ich nicht. Wir starten rein in Thema Nummer 1. Und das ist natürlich Star Wars Outlaws. Star Wars Outlaws ist ja jetzt ab dem 27. August, also heute, wenn dieses Video rauskommt, tatsächlich für alle Vorbesteller spielbar. Für alle anderen ist es dann ab dem 30. August soweit. Auf der Gamescom konnte man das Ganze sogar noch anspielen. Ich war aber 5 Tage lang auf der Bühne unterwegs, SK Gaming, Sony, Mercedes und den ganzen echt geilen Shit da gemacht, aber dementsprechend konnte ich mit vielen reden, die dann die Möglichkeit hatten, sich Star Wars Outlaws anzuschauen, was vielleicht auch nochmal ein bisschen schöner war, um da die direkten ersten Eindrücke zu bekommen. Das, was ich gehört habe, ist auf jeden Fall, dass es ein wirklich vernünftiges Game ist und dass insbesondere diese Immersivität sehr viel Spaß macht. Was ich aber auch gehört habe, ist, dass insbesondere das Gameplay und die Steuerung vielleicht nicht ganz so eingänglich sind, wie man sich das ursprünglich gehofft hat. Wenn man dann auch dazu rechnet, was für erste Wertungen aus der Gaming-Industrie kommen, da können wir auf jeden Fall sagen, dass die meisten sich so zwischen 7 bis 8 von 10 Punkten einreihen und die größten Kritikpunkte tatsächlich auf das Gameplay eingehen. Und mit Gameplay meine ich, wie ist etwas zu steuern, wie sind die Aufträge organisiert und so weiter und so fort, dass das manchmal ein bisschen hakelig ist. Und das haben wir irgendwie auch schon so ein bisschen erwartet von dem Game. Viele Leute haben ja schon Ubisoft im Vorfeld kritisiert. Ja, ist das typische Ubisoft-Game und ja, tatsächlich ist es das auch. Auf der anderen Seite ist es aber auch das typische Ubisoft-Game und das typische Star Wars-Game und darin punktet Star Wars Outlaws sehr. Wenn ihr also noch überlegt, ob ihr das Spiel spielen wollt, seid euch bewusst darüber, dass es vielleicht ein bisschen hakelig ist, aber dass insbesondere immer wieder gelobt werden kann, wie immersiv das Spiel ist. Immersiv heißt, wie gut kannst du dich in diese Spielwelt wirklich reinfühlen. Und da sollen die Welten, die Umgebung, diese ganzen Aliens, mit denen du interagieren kannst, wirklich, wirklich stark aufgebaut sein. Wenn du nach Mos Espa kommst oder in irgendeine Cantina-Bar oder auf irgendeinem anderen Planeten, soll sich wirklich das Gefühl breit machen, scheiße hier, ich bin mittendrin statt nur dabei. Und das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Ich denke, man kann es im Endeffekt so kurz sagen, für normale Gamer, die vielleicht nicht unbedingt nur Star Wars spielen wollen, gibt es bessere Alternativen, gar keine Frage. Für Star Wars Fans aber, die wirklich in die Welt eintauchen wollen und die sagen, hey, über die ein oder andere kleine Gameplay-Sache kann ich hinwegsehen, wenn ich wirklich ein gutes Star Wars Spiel bekomme, dann scheint Star Wars Outlaws wirklich einen guten Job zu machen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das Ganze dann aussehen wird. Ich werde mich heute Abend mal hinter den Controller hängen und vielleicht gibt es dann auch einen kleinen Livestream dabei. Auf jeden Fall gibt es aber einen ersten Eindruck hier in 1-2 Tagen, wie ich Star Wars Outlaws denn persönlich finde, was die Stärken, was die Schwächen sind, wenn ich euch natürlich aus erster Hand da nochmal was sagen kann. Ansonsten wünsche ich den Leuten, die jetzt schon spielen oder die bald anfangen zu spielen, viel Spaß dabei. Und wir dürfen natürlich über das Gamescom-Fantreffen 2024 sprechen. Das war ein Ding, das hatten wir schon 2023 das erste Mal gemacht. Und das war etwas, was damals sehr spontan entstanden ist. Die Leute von SK Gaming, die die große Bühne da halt hatten, die hatten damals schon gesagt, ja, wenn du Bock hast, kannst du ein Community-Treffen machen, aber es muss halt angemeldet sein irgendwo an einem Stand. Einfach damit potenziell natürlich jetzt nichts passiert und du jemanden hattest, der so ein bisschen dafür Recht und Ordnung sorgt. Ne? Außer die Jedi, die natürlich in Cosplays unterwegs waren oder Mandalorianer. War letztes Jahr schon ziemlich geil, dieses Jahr haben wir das Ganze noch deutlich größer gemacht. Das heißt, wir waren tatsächlich das erste Mal auf einem Haufen
Star Wars Stories, Tom und Taha, also die 212. Star Wars Facts war dabei, Vaders Faust war dabei, Lenya Frost, die Cosplayerin, war dabei, die Mandalorian Roughnecks waren dabei, die Rebel Base Yavin war dabei, die 501. konnte leider nicht, weil die gerade einen anderen Termin hatten. Ich war dabei, wer hätte das gedacht, und vor allen Dingen ganz, ganz viele von euch da draußen. Das war richtig geil. Wir hatten sogar zwei Jungs von Jedipedia, die da vorbeigeschaut haben, weil sie mit der Rebel Base Yavin dort auch an einem anderen Stand immer quasi ihre Heimat hatten. Und da haben wir auch dieses Foto zum Beispiel geschossen, was ihr jetzt hier gerade seht. Viele der Zuschauer, die standen natürlich dann hinter der Kamera. Wir haben uns, glaube ich, eine Stunde Zeit genommen, erstmal ein paar Fotos zu machen mit den ganzen Cosplayern, dann aber auch viel miteinander zu reden. Und ob ihr es glaubt oder nicht, es war keine einzige negative Begegnung dabei. Man hat sich einfach über Star Wars unterhalten. Leute kamen an, haben gesagt, ey, geiler Content, den du machst. Oder haben gesagt, ey, lass mal darüber quatschen. Und das hat mir als Star Wars-Fan ja selber, wir sind ja selber Star Wars-Fans, wir machen das ja ursprünglich auch aus sehr viel Spaß, haben das alles angefangen und sind einfach froh, dementsprechend da natürlich die Connection zu finden. Fettes Dankeschön für jeden, der da war. Ich habe richtig, richtig Lust auf nächstes Jahr schon. Und wir haben da schon einiges im Pedo, was man noch so machen könnte. Wie gesagt, auch an die ganzen Creator, dass das Ganze so freundschaftlich beieinander sind. Star Wars Basis, nächstes Jahr bist du auch dabei, ne? Ziehst du eine Maske an und dann umarmen wir uns mal so ein bisschen. Und hoffentlich noch ein, zwei Cosplayer und Cosplayerinnen, die wir auch eingeladen hatten. Die hatten aber auch vieles zu tun. Aber ich denke, das wird ein richtig geiles Ding. Last but not least, was nicht so geil ist, natürlich für die Leute, die The Acolyte gerne gehabt haben. The Acolyte wurde tatsächlich nicht verlängert. Wir bekommen keine zweite Staffel. Das ist mittlerweile nicht nur als Gerücht, sondern auch von einigen Schauspielern offiziell quasi nach draußen posaunt worden. Da wird nichts mehr kommen. Jeff Snyder, einer der Insider, der eigentlich, man muss fast sagen, relativ zuverlässig ist, was Dinge angeht, die nach einer Cancellation oder nach einem bestätigten Gerücht nochmal mehr Informationen geben. Der hat jetzt dadurch auch einen großen Beitrag geschrieben und hat einige Dinge hier nochmal klargestellt. A, es war die Viewership, das heißt, Star Wars The Acolyte war die geringste Viewership, die je eine Star Wars Live-Action-Serie hatte. Dieses riesige Budget, was Acolyte hatte, das hat sich einfach nicht mehr gelohnt. Und man hat sich zwar nicht mit Autoren und Co. und Showrunnern zerstritten, aber momentan wurde einfach gesagt, das lohnt sich nicht, das ist es nicht wert. Es gibt mittlerweile eine relativ große Petition für das Revival von The Acolyte. Es gibt auch eine Gegenpetition, dass man das definitiv nicht wieder fortführen sollte. Die hat aber eigentlich keinerlei irgendwie Relevanz, weil die sehr wenig Leute gesehen haben. Aber ja, die Entscheidung scheint auf jeden Fall erstmal klarzustellen. Was man aber uns noch gesagt hat, ist aus Insiderquellen, dass Master Soul, einer der Charaktere, die ursprünglich auf jeden Fall sehr viel Potenzial hatten, hätte gespielt werden sollen oder war angedacht von Keanu Reeves. Kein Scheiß. Der Keanu Reeves, der ganz, ganz lange gehandelt wurde als Revan und die Gerüchte waren ja da, der sollte Master Soul eigentlich spielen. Das hat nicht geklappt, weil er irgendwo keine Zeit gehabt, also keinen Bock gehabt hätte, sondern tatsächlich, weil er andere Projekte in der Zeit hatte, die gefilmt werden mussten und die kamen halt vor Star Wars The Acolyte. Ob das jetzt eine gute Sache gewesen wäre, ob es das besser gemacht hätte oder man gesagt hätte, oh Keanu Reeves, warum hast du dich dafür irgendwo niederreißen lassen, das weiß man natürlich an der Stelle nicht. Ich hätte Keanu Reeves oder würde Keanu Reeves gerne irgendwann in Star Wars sehen und wenn es als abgehalfterter Jedi-Meister ist, ich mag den Typen einfach sehr. Schade, dass es so nicht geklappt hat, aber vielleicht ja irgendwann später. Was aber Jeff Snyder uns trotzdem noch mitgegeben hat, ist, dass obwohl Disney Plus momentan einige Shows ja erstmal in der Waage hält und guckt, was jetzt in Zukunft auf Disney Plus sich noch lohnt und was nicht, und das jetzt nicht nur auf Star Wars oder sowas bezogen, sondern insgesamt, dass es viele Shows gibt, die auch schon in der Pipeline und in der Entwicklung sind. Das heißt, die werden nicht gestoppt, sondern die werden gerade produziert, von denen wir in der Öffentlichkeit gar nichts wissen. Und das ist ein sehr, sehr interessantes Ding, denn eigentlich wissen wir ja über The Mandalorian und Grogu, über den Rey-Film, über den Film, der quasi den Beginn der Jedi ansprechen wird, von James Mangold, glaube ich, war ja. Das sind alles Sachen, die sind schon offiziell bekannt, die sind angekündigt, die kommen irgendwann, The Skeleton Crew kommt, Andor Season 2 kommt dabei, Ahsoka Staffel 2 ist eigentlich relativ sicher schon durch viele, ich will nicht sagen bestätigte Gerüchte, aber sehr, sehr starke Gerüchte. Also, und Mandalorian Season 4 soll ja auch noch kommen, nach The Mandalorian und Grogu. Aber dass da noch etwas ist, was wir momentan noch nicht auf dem Schirm haben, das macht auf jeden Fall irgendwie Hoffnung, Bock auf jeden Fall auf mehr und ich freue mich auf Filme und Serien, die da in Zukunft kommen und bin gespannt, welche Genres man noch bestreitet
oder inwieweit vielleicht man sogar zum ursprünglichen Star Wars Konzept man irgendwo nochmal zurückkommt. Vielleicht ist ja auch irgendwann eine Old Republic Serie dabei. Man weiß es nicht, aber man darf ja nochmal hoffen. In diesem Sinne muss ich sagen, meine Stimme ist immer noch angeschlagen. Ich mache mir jetzt einen Tee. Ich wünsche euch ganz viel Spaß da draußen beim Star Wars Outlaws zocken. Und wenn ihr Bock habt, dann guckt doch einfach mal bei Saber Buddy vorbei. Tolle Lichtschwerter zu angemessenen Preisen. Und da unterstützt ihr mich natürlich auch noch. Möge die Macht mit euch sein. Euer Buddy.